Name ist Mia. Ich gehöre nicht zum Base-Team heute, ja. Ich darf heute hier Gast sein und ich bin ganz angetan und fühle mich sehr geehrt. Ich war schon mal hier mit einer kleinen Lobpreisgruppe, die nennt sich die Outbreak Band. Bei der darf ich mitmachen. Genau, ich komme aus Bad Gandersheim. Ich, genau. Ursprünglich komme ich eigentlich aus Wuppertal. Genau. Aber das war einmal. So. Und ich bin auch verheiratet. Ja, Gott hat mich richtig gesegnet. Ich habe einen richtig heißen Typen geheiratet. Der heißt Juri. Und wir haben 3 Kinder. Die sind 10, 7 und 4. Ja, das sind auch alles mega coole Kinder. Und jetzt bin ich heute Abend hier bei euch und jetzt darf ich euch ein bisschen was zu diesem Thema sagen. Und normalerweise sucht man ja so nach so einer Einstiegsgeschichte, wie ich euch jetzt so zeigen kann, hey, ich bin cool und lustig und so machen das Redner. Das lieber. Alles klar. Jetzt hat er es verdorben. Naja, okay, na Scherz. Und ich wusste nicht, was ich jetzt hier erzählen sollte. Ich bin unheimlich schlecht im Witze erzählen und ich war hier hinten auf Klo und habe was ganz Lustiges gelesen an der Klotür. Wisst ihr, Klotüren sind so eine coole Sache, weil das ist auch für mich gut, die jetzt auch ein bisschen älter ist schon, zu sehen, was so die Sprache von eurer Generation so in Wirklichkeit ist. Ne? Alle paar Jahre werden solche Klotüren nämlich mal gestrichen und dann wird alles Alte wegradiert und jede Generation darf ihre eigenen Klotüren prägen. Und ich habe da gesessen und man liest ja, was man immer so liest. Ja, ich war hier und da und Telefone und alles. Aber vor mir hat einer geschrieben, wenn du hier dein großes Geschäft machen willst, es stand da ein anderes Wort, aber das möchte ich jetzt hier nicht sagen, dann bist du geliebt. Heftig, wirklich, wirklich, wirklich. 3. oder 4. Toilettentür bei den Damen hier. Und ich dachte zuerst, na, war das das Base-Team, das hier seine Botschaft hinterlassen will? Aber es ist wahr, ob du großer Prediger bist in Amerika, du bist geliebt, ob du zu Hause bist mit deinen Kindern, du bist geliebt, wenn du hier bist beim Base, du bist geliebt, wenn du zu Hause bist, du bist geliebt und wenn du auf Klo bist, dann bist du auch geliebt. Also wissen wir sind alle geliebt. So, das war's für heute. Nein, also dieses Thema, du bist ein Kunstwerk, finde ich mega cool und mega, mega wichtig. Als Thomas angerufen hat und ein bisschen so von seinem Herz erzählt hat, fand ich das ganz interessant, weil ich das so empfinde, dass das Base-Team total nah ist an dem, was wirklich auf Gottes Herz ist, auch für diese Zeit. Warum? Weil ich nämlich auch genau das Gleiche empfinde, dass viel zu viele Menschen und auch viel zu viele Christen und wahrscheinlich viel zu viele von euch, die hier sitzen, durch die Welt gehen und nicht verstanden haben, dass sie ein Kunstwerk sind. Ich glaube, heute Abend sind Menschen hier, die noch nicht verstanden haben, wie wertvoll sie eigentlich sind. Und wenn du dieses Thema gelesen hast und vielleicht bist du auch schon länger Christ und dann denkst du, ja, das ist ja auch so ein typisches Klischee, mit dem wir alle groß geworden sind, schon in der Sonntagsschule. Klar, ich bin geliebt und ich bin wertvoll. Und wir sind alle besonders und mit anderen Worten ist keiner besonders. Und so gehst du so ein bisschen durchs Leben und das ist traurig. Und am allertraurigsten auch für Gott. Ja? Ich glaube, dass unser Land anders aussehen würde, wenn wir verstanden hätten, dass wir Gottes Kunstwerke sind. Und darauf werde ich noch ziemlich eingehen. Aber ich möchte euch mal so ein bisschen die Perspektive aufmalen, wie Gott eigentlich empfindet, wenn du durchs Leben gehst und nicht verstanden hast, dass du ein Kunstwerk bist. Ja? Ich habe 3 Kinder. Und ich empfinde sie natürlich als die schönsten. Ich weiß, sie sind nicht in allen Bereichen die begabtesten, aber sie haben alle einen Bereich, in dem sie sehr begabt sind. Das ist ja schon mal ganz gut. Und, aber es gibt auch Bereiche, in denen sie nicht so begabt sind und das ist auch völlig in Ordnung so. Auf jeden Fall habe ich eine Tochter und ich finde sie wirklich wunderschön. Und dann hat sie aber eine Brille bekommen. Und das ist für mich natürlich nicht schlimm. Und die sieht auch mega süß aus mit der Brille. Aber Kinder in der Schule sind nun mal fies und gemein. Das wissen wir alle selber noch oder sind es selber noch. Das kann ich heute Abend nicht so genau sagen, wie alt ihr alle seid. Auf jeden Fall ging es dann los. So, ne? Und du merkst, dieses Selbstwertgefühl von diesem Mädchen sinkt und sinkt und sinkt. Und das tut mir so weh.
Ich kann das vergleichen mit dem, wie Gott sich fühlt mit uns. Warum? Weil in einer gewissen Art und Weise habe ich sie ja auch geschaffen. Wisst ihr, wie ich meine? Also natürlich hat Gott sie geschaffen, aber irgendwie habe ich sie ja auch geschaffen. So, und sie ist aus meinem Ebenbild gemacht. Ja? Ich habe sie mit Liebe geboren und großgezogen und ihr Erbrochenes weggemacht, als sie noch klein war und alles, und sie angezogen und ihr süße Schuhe gekauft und die Haare gemacht und so. Und für mich ist sie ein Kunstwerk, das ich gemacht habe. Und wenn dieses Kunstwerk durchs Leben geht, so betrübt und nicht sieht, was ich sehe, dann muss ich jetzt schon fast weinen, dass mir nicht die Tränen kommen. Ja? Jeden Morgen, wenn sie zur Schule geht, sage ich, sie heißt Mona. Mona, du bist die Schönste, vergiss das nicht. Und dann sagt sie mal, ja Mama, sag das bitte nicht so laut. Ihre Freundin wohnt im Treppenhaus und ihr ist das immer so peinlich, wenn ich das sage. Ne? Und Juri sagt doch immer, du sollst ihr nicht immer nur so eine oberflächlichen Werte beibringen, sag ihr, sie ist die Schlauste. Aber da sind wir bei den Bereichen, wo nicht alle so begabt sind. Von daher sage ich ihr jeden Morgen. Nein, Scherz, sie ist sehr schlau. Sie ist wirklich sehr schlau. Sie hat halt wirklich das Problem, dass ihr älterer Bruder ein richtiger Besserwisser ist und er deswegen sehr viel schlauer rüberkommt. Aber sie ist auch sehr, sehr schlau für ihr Alter. Ich sage, du bist die schönste, Mona. Vergiss das nicht, wenn du in der Schule bist. Egal, was die anderen sagen. Du bist die Schönste. Und so geht es Gott mit uns auch so oft, ja? Wenn wir unterwegs sind in unserem Alltag und wir glauben das nicht, das bricht ihm das Herz. Es bricht ihm das Herz, dass du durch dein Leben gehst, dass du dich schlecht fühlst, dass du nicht erkennst, wie wertvoll du bist. Und weißt du was? Mit all deinen Schwächen, mit all deinen Fehlern, mit den fiesesten und hässlichsten und ekelhaftesten Gedanken, die du dir gemacht hast, Dinge, die du getan hast oder gesagt hast, dennoch bist du so wertvoll und unendlich geliebt von Gott und für ihn dennoch ein Kunstwerk und ein Meisterwerk. Die große Kunst ist für mich, der ja auch lange Christ ist, nicht das zu wissen. Ich habe das schon gesagt, ich weiß das schon lange. Aber der Unterschied zwischen Sachen zu wissen und Sachen im Herzen zu glauben und auch tatsächlich umzusetzen, ist meistens sehr, sehr groß, wie wir wissen, oder? Ich bin groß geworden als Pastorenkind von einem sehr ehrgeizigen Vater, wo wir viel abgefragt wurden, vor allen Dingen nach seinen Predigten, und du musstest wirklich gut aufpassen. Und als ich zur Bibelschule gegangen bin, mit schon 20 Jahren und schon selber schon auch ein Kind, habe ich so viel gewusst, richtig viel. Und ich habe gedacht, was willst du eigentlich noch lernen? Aber was gefehlt hat, war das Herz. Ich würde sagen, Sachen nur zu wissen, macht nur, dass du leidenschaftslos durch Leben gehst. Aber Gott hat uns eben auch als leidenschaftliche Kunstwerke gemacht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das nicht nur im Kopf wissen, sondern dass wir das im Herzen wirklich glauben, dass jeder Einzelne hier, du bist gemeint, dass du ein Kunstwerk bist. Ja? Und wenn du Sachen wirklich glaubst, dann sieht man das auch in deinem Leben. Aber da kommen wir auch gleich zu. Ich muss mal ganz kurz auf meinen Spickzettel gucken. Da soll mal jemand sagen, Spickzettel wären nicht erlaubt, sind sie nämlich sehr wohl. Zu verstehen, dass du ein Kunstwerk bist, ja, das hat mit Wertgefühl zu tun. Man sagt, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Und das ist tatsächlich so, vor allem wenn manche Bilder malen, die nicht so gut malen können. Es ist wirklich so, wer schon mal ein Bild gesehen hat von einem großartigen Künstler und du guckst dir das an und denkst, ja, also das könnte ich auch. Habt ihr auch schon mal solche Bilder gesehen? Im Museum? Oder im Museum sage ich schon. Wie heißt das denn? Galerie oder Ausstellung oder so. Und da gehst du mit deiner Klasse hin, das ist schon sehr lange her bei mir. Und dann gehst du so durch diese Räume und siehst so Bilder und du denkst, meine Güte, was Leute nicht alles als Kunst betrachten. Ne? Aber Kunst liegt im Auge des Betrachters. Und hier ist jetzt die Frage, wen lässt du denn dein Leben betrachten? Oder wen lässt du denn dein Kunstwerk betrachten? Und wer gibt dir deinen Wert? Wenn du willst, dass deine Freunde dich als Kunstwerk anerkennen,
dann wirst du es ganz schön schwer haben. Richtig schwer. Freunde sind schwer zu beeindrucken. Die können immer alles besser und die sehen immer viel besser aus und die haben immer so viel mehr Geld als du. Und es wird immer Freunde geben, die alles besser können. Wenn du willst, dass die dich angucken und denken, oh, du bist ein Kunstwerk. Du wirst so einen Druck haben und du wirst auch daran scheitern im Endeffekt. Der einzige Weg, wirklich zu erkennen, wie wertvoll du bist, ist, dass du Gott zum Betrachter deines Lebens machst. Und dass du darauf achtest, dass er derjenige ist, der dir dein Wertgefühl gibt. Ich glaube wirklich, dass es an der Zeit ist, dass wir als Christen aufwachen und erkennen, wie wertvoll wir sind. Und darüber möchte ich heute Abend mit euch reden und euch herausfordern. Ein wichtiger Punkt ist, ein Kunstwerk ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Ich habe mal gesehen, dass bei eBay ein Toast versteigert wurde. Und die Röstung des Toastes sah aus wie Prinzessin Diana. Wirklich wahr. Und dieses Toast wurde für ungefähr 100.000 Euro versteigert. Ein Toast. Das haben die im Lidl gekauft für 39 Cent, die ganze Packung. Und jetzt haben die einen Toast verkauft für 100.000 Euro wegen der Röstung, die aussieht wie Diana. Ja, das war jemandem wert zu bezahlen. Es ist wichtig für uns als Christen, unseren Marktwert zu kennen. Ja, warum? Weil wir dementsprechend leben. Wenn ich zum Beispiel ein Veranstalter wäre, und ich würde hier zum Beispiel hier so was Cooles machen wollen wie Bass. Und ich würde hier der Bass-Band sagen, Thomas, ich finde deine Band so Hammer. Und ich will, dass du kommst und für mich spielst. Und ich gebe jedem von euch ein Eis danach aus. Was denkst du? Dann würde Thomas sagen, kannst du vergessen. Ich kenne doch meinen Marktwert, hallo? Also, guck mal, ich war bei DSDS. Alle kennen mich. Ich bin ein sehr, sehr geiler Sänger. Was auch wahr ist. Was wirklich wahr ist, guck mal, mich kennt jeder, wenn du mich einlädst, hast du direkt 1.000 Leute in der Hütte. Ne? Ist wahr, das ist sein Marktwert, das stimmt alles, alles stimmt. Hör mir mal gut zu jetzt. Du bist nämlich auch ein Kunstwerk. Das ist sein Marktwert. Ja? Und wir Christen, wir sind oft so, wir wissen nicht, wo unser Marktwert ist. Und deswegen leben wir nicht auch nach dem, was unser Marktwert ist. Und weißt du was, ich werde dir jetzt erzählen, was dein Marktwert ist. Wenn ich bei eBay bin und ich will was verkaufen, ich habe erst ein einziges Mal was bei eBay Kleinanzeigen verkauft und ich bin darauf sehr, sehr stolz, weil die Leute dafür viel zu viel bezahlt haben, aber das ist auf jeden Fall, es war fair. Aber ich hatte eigentlich gedacht, er würde noch handeln wollen, aber wollte er nicht und da habe ich auch nicht nein gesagt. So, auf jeden Fall wäre es doch total dumm, wenn ich einen Toast besitze, das aussieht wie Diana, und das unter den Marktwert verkaufe. Das macht doch keiner, zu sagen, okay, dieses Toast ist 100.000 Euro wert, ich habe aber nur 3 Cent dafür bezahlt, na gut, ich gebe es dir für 3 Cent. Wer macht denn sowas? Ist das schlau? Ist nicht schlau. Genauso wenig ist es schlau zu sagen, oh, ein Diana-Toast, das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Wie viel ist das wert? 100.000 Euro, ich zahle 200.000 Euro. Macht das jemand? Macht niemand, sondern du bezahlst den eigentlichen Marktwert. Und jetzt die Frage, was ist dein Leben eigentlich wert? Und ich sage es dir. Was Gott uns erschaffen hat als Kunstwerke, ist was Dummes passiert. Jemand hat in den Apfel gebissen, es gab großes Geheule, wie dem auch sei. Es hat sich so mal so entwickelt, dass der Teufel an die Macht gekommen ist. Sünde kam in die Welt und nun war es auf einmal so, dass wir nicht mehr wirklich Gott gehörten in diesem Zeitraum. Und jetzt will uns Gott zurückkaufen. Ja, du stehst bei eBay. Nun ist die Sache, der Teufel, der kennt deinen Marktwert ganz genau. Ganz genau. Und Gott, der dich ja selber gemacht hat, bis ins kleinste Detail, der kennt auch deinen Wert ganz genau. Ist Gott ein dummer Gott? Nein, natürlich nicht. Hallo, darüber müssen wir doch gar nicht nachdenken. Er ist sehr, sehr schlau. Er hat die Schlauheit erschaffen, so schlau ist er. Auf jeden Fall. Ja, ist so. Ist so. Auf jeden Fall hat er dich und mich erkauft. Und weißt du, zu welchem Preis? Von seinem eigenen
Sohn. Ganz im Ernst, es gibt nichts, nichts auf der Welt, was ich haben wollen würde, was man mir anbieten könnte, wofür ich mit dem Leben von meinem Sohn bezahlen würde. Wenn jemand käme und er sagte, Mia, ab jetzt gehört dir die ganze Welt. Du kannst entscheiden, wer deutscher Meister wird. Du kannst entscheiden, wo Krieg und Frieden ist oder ob überhaupt Krieg stattfinden, weil es wird dann keinen Krieg mehr geben, wenn mir jemand sowas anbietet. Du kannst entscheiden, wie die Länder heißen. Du kannst jedem Kind in dieser Welt einen Namen geben. Du kannst der König sein der ganzen Welt. Es kostet dich deinen Sohn. Ich würde Nein sagen. Das wäre es mir nicht wert. Obwohl der Marktwert extrem hoch ist. Und jetzt musst du das verstehen. Hier ist dein Vater, der dich gesehen hat. Und wie er dich zurückhaben wollte. Weil du sein Kunstwerk bist und weil du in seine Sammlung gehörst und weil du in seine Galerie gehörst. Und der einzige Weg, dich zurückzukriegen in seine Galerie, war damit zu bezahlen mit dem Leben seines Sohnes. Und das ist unbezahlbar. Das war nämlich ein Kind von einem Gott. Verstehst du das? Wie wertvoll du bist, wie hoch dein Marktwert ist. Und du kannst mir nicht erzählen, dass wir das verstanden haben, wie wertvoll wir sind. Da, wenn wir das wüssten, dann würde unser Leben ganz anders aussehen. Jemand, der verstanden hat, wie kostbar sein Leben ist, der geht nicht so durchs Leben, wie ich es manchmal mache. Weil Sachen, die nämlich so wertvoll sind, die behandelt man auch nämlich gut. Ich habe mir gerade erst ein neues MacBook gekauft. Und das hat angefangen, dass das super heilig war. Wirklich. Darauf durfte niemand was machen, nur ich. Dann fing Juri an, das zu benutzen. Das habe ich gerade so geduldet, weil er ist erwachsen. Und er verdient auch das Geld zu Hause, also will ich mal nicht so sein. Dann ging das los, dass die Kinder anfangen wollten, darauf Filme zu gucken. Das ging natürlich auf gar keinen Fall. Bis wir mal irgendwo unterwegs waren und ich wirklich meine Ruhe brauchte, dann war das wirklich so, dass sie darauf einen Film gucken konnten. Was jetzt passiert ist, obwohl ich auf dieses Ding so gut aufgepasst habe, wisst ihr, 1000 Euro sind für mich eine Menge, Menge Geld. Menge, Menge Geld. Sind wir in Urlaub gefahren und ich drücke Juri das Ding in die Hand und er hält es fest und er will irgendwas gucken und er lässt es fallen. Ich sage das nochmal, es war nicht eines der Kinder, weißt du? Dann kannst du ja ausflippen als Mutter und wenigstens sie anschreien oder irgendetwas, ne? Oder sagen, das war dein lebenslanges Taschengeld oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Sondern das ist jetzt der Mann und ich habe das so angeguckt, eine riesen Delle da drin. Ich dachte, das geht bestimmt nicht mehr an, das Glas ist bestimmt kaputt. Ist alles, funktioniert zwar noch, aber jetzt ist es halt hässlich, ist in Ordnung. Aber wisst ihr, Sachen, die einem wertvoll sind, die behandelt man richtig gut. Ja? Jeder von uns kennt das, man durfte als Kind bestimmte Sachen bestimmt nicht anfassen, weil es deinen Eltern heilig war. Und wenn ich mir jetzt mein Leben angucke, was für meinen Gott so unendlich wertvoll ist, dass er seinen eigenen Sohn dafür gegeben hat, wie behandle ich mein Leben? Was für eine Verantwortung übernehme ich da? Behandle ich dieses Leben so, wie es eigentlich verdient hat, behandelt zu werden, als erkauftes Kind Gottes? Ich muss euch sagen, leider nein. Und ich denke, es geht uns allen so, dass wir dumme Sachen machen in unserem Leben und das nicht verstehen, wie wertvoll wir sind. Wir treffen schlechte Entscheidungen, wir behandeln unseren Körper nicht gut, wir rutschen vielleicht in Sachen rein, wo wir niemals rein wollten, aber die dann so passieren. Ja? Ich sage dir, Süchte in jeder Form sind nicht gut für dich. Und damit schmähst du den Wert deines Lebens. Damit verringerst du diesen Wert, den Gott eigentlich in dich gesetzt hat. Und das will er um keinen Preis. Wenn du dich hingibst, bevor du es solltest, ja, Sex vor der Ehe oder sonstige Sachen, das ist nicht gut für dich. Und damit ehrst du nicht den Wert deines Lebens, den Gott in dich hineingelegt hat. Wenn du hingehst und Menschen betrügst und bestiehlst, wenn du in Sünde verfällst, wenn du schlechte Entscheidungen triffst, dann lebst du nicht dem entsprechend, was dein Leben eigentlich wert ist. Und es geht uns allen so. Das waren jetzt ein paar große Sachen. Wir haben alle genug Sachen, die wir aufzählen könnten, wo wir einfach mit unserem Leben nicht so umgehen, als ob es den Wert hätte von einem Kind, von einem Gott.
Und mich hat das so oft schon beschämt in meinem Leben, weil, wisst ihr, wenn wir die Bibel richtig verstehen, ist es genauso, wie Marco auch in seinem coolen Poetry Slam hier gesagt hat. Wenn du nur Gebote hältst, weil du Gebote halten musst, dann wirst du sie nicht halten können, weil irgendwann gewinnt einfach die Verführung. Aber wenn du verstehst, wie wertvoll du bist und dass Gottes Gebote sind, weil er dich liebt und weil er diesen Wert in deinem Leben aufrechterhalten möchte, dann fängst du an, seine Gebote zu halten, weil du verstanden hast, dass du wertvoll bist und weil du wertvoll bleiben möchtest. Und Gott ist ein Gott, dem nichts unmöglich ist. Deswegen möchte ich mal, bevor hier irgendjemand unter Verdammnis kommt, dir sagen, egal was du getan hast in deinem Leben, Gott kann dich heute Abend wiederherstellen und deinen Wert völlig wiederherstellen. Du bist niemals zu weit weg, als dass er das könnte. Der Punkt ist nur, du musst diese Entscheidung treffen, dich wiederherstellen zu lassen von ihm und diesen vollen Wert wieder anzunehmen für dein Leben. Das ist die eine Sache, über die ich gerne mit euch nachdenken wollte. Und die andere Sache ist, wie lebt man denn als ein Kunstwerk? Wenn wir jetzt verstanden haben, dass wir wertvoll sind, und dass wir Kunstwerke sind, ja, wie lebt man denn? Wir könnten ja mal das Bild die Mona Lisa fragen, wie man denn so als ein Kunstwerk lebt, aber die ist nun mal leider jetzt nicht hier. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir diese Frage denn beantworten könnten. Was ich aber sagen kann, ist, dass Gott jedes Kunstwerk mit einer Absicht und mit einer Botschaft geschaffen hat. Eigentlich passt heute Abend alles so gut zusammen, auch mit dem Lied von Dennis, wozu wir sind. Gott hat jedes Kunstwerk, das heute Abend hier sitzt, geschaffen mit einer Absicht und mit einer Botschaft. Ich finde es so lustig, wenn so Leute, die Kunstliebhaber sind, so Bilder bewerten. Ne? Die gehen immer so ein paar Schritte zurück. Was möchte uns dieses Bild denn jetzt sagen? Und dann siehst du so 5 Striche und ein Dreieck. Ich glaube, das steht für den Verfall der Gesellschaft in der Postmoderne. Okay, solche Kunstbilder macht Gott nicht. Seine Botschaft ist immer klar. Und ich finde, dass wenn man sich seine Kunstwerke anguckt, kann man oft ganz schnell erkennen, was eigentlich seine Botschaft und seine Absicht war für das Bild. Und die Frage, die ich mir gerne stellen möchte mit heute Abend, ist, zeigen wir den Leuten eigentlich unsere Wirkung und unsere Botschaft? Wie ist es in unserem Umfeld, in der Schule oder auf der Arbeit, wenn die Leute so ein paar Schritte zurücktreten würden und die denken so, Tim Meyer, was will uns dieses Kunstwerk eigentlich sagen? Würden sie dann zu der Antwort kommen, es gibt einen Schöpfer, der jeden Menschen liebt? Weil das wäre eigentlich die Botschaft, die Gott in jeden von uns hineingelegt hat. Es ist unsere Aufgabe als sein Kunstwerk, diese Botschaft hinauszutragen, dass die Menschen uns betrachten und verstehen, dass es einen Gott gibt. Wisst ihr, wie wir uns benehmen? Davon schließen ganz viele darauf, wie Gott eigentlich ist. Ja, ich kann dir mal ein Beispiel geben. Ich war mal auf dem Spielplatz mit meinen Kindern und da war ein monsterfreches Kind. Und es war nicht meins, aber es hat... ausnahmsweise mal... Nein, die sind immer sehr lieb. Eigentlich. Und auf jeden Fall hat dieses Kind meine Kinder richtig tyrannisiert. Und nicht nur meine, jedes Kind auf dem Spielplatz. Mit Haare ziehen, mit Sachen wegnehmen, mit richtig schlimmen Schimpfwörtern, die hier noch nicht mal auf der Toilettentür gestanden haben. Und also richtig krass. Und die Mutter, die sitzt daneben und isst ein Eis. Und ich will jetzt schon eingreifen, weil mittlerweile ist jetzt schon das zweite Kind heulend gekommen, ja, und beschwert sich. Und die Mutter, die sagt, die macht einfach gar nichts. Und wisst ihr, was ich denke? Ich gucke mir dieses Kind an und denke, was für eine Bratze. Und dann gucke ich mir die Mutter an und denke, was ist das nur für ein Mensch? Wisst ihr, das ist menschlich und ich habe auch schon um Vergebung gebeten, okay? Aber das ist, was Menschen auch mal, Dankeschön, aber das ist, was Menschen auch machen, wenn sie uns sehen, ja? Wenn sie auf unser Leben gucken und Sachen sehen, die nicht mit dem übereinstimmen, was wir sagen und was wir predigen. Und dann gucken sie sich das an und denken, das soll ein Christ sein? Ja, wie soll denn dann erst der Gott dazu aussehen? Und deswegen ist es wichtig, dass wir als seine Kunstwerke tatsächlich die Botschaft leben und ausbreiten, die er auch in dich hineingemalt und hineingezeichnet hat.
Und das ist nicht nur eine einmalige Entscheidung, sondern das ist fast eine tägliche Entscheidung, die du treffen musst. Heute werde ich die Botschaft leben. Heute werde ich ausstrahlen, was Gott in mich hineingelegt hat. Und diese Verantwortung als Kunstwerk wahrnehmen, dass diese Botschaft rausgeht. Und die anderen Kunstwerke, die sich selber noch nicht als Kunstwerke erkannt haben, erkennen werden, dass sie auch Kunstwerke sind. Das ist, was wir machen sollten als Kunstwerk. Kannst du dir vorstellen, ich komme ja jetzt mehr so aus der Musikbranche, ich habe mit Malen wirklich nichts am Hut, ich kann das auch sehr, sehr schlecht. Wenn ich ein Lied schreibe, was ich manchmal mache, und ich überlege mir, ich möchte gerne, dass dieses Lied sagt, Gott liebt dich. Und dann ist Lobpreis und dann würde dieses Lied sagen, ich möchte einfach nicht sagen, dass Gott dich liebt. Wie frech wäre das denn? Hallo, ich habe dieses Lied geschrieben und ich habe da reingeschrieben, Gott liebt dich. Aber der Song hat sich verweigert, diese Botschaft rauszurücken. Würde es das geben? Nein, natürlich nicht. Also ein Lied lebt ja nicht wirklich, wer das gerade gedacht hat. Das war nur ein Beispiel. Also... Aber das ist eigentlich, wie Sachen funktionieren, versteht ihr? Der Schöpfer, der kreiert etwas und das, was kreiert war, das tut, wozu es kreiert worden ist. Stell dir mal vor, deine Kaffeemaschine würde morgen sagen, nö, ich mache heute keinen Kaffee. Warum denn? Du bist doch dazu erschaffen worden. Ja, aber trotzdem nicht. Ich fühle mich heute nicht wie eine Kaffeemaschine. Würde nicht passieren. Aber wir Menschen, wir nehmen uns das andauernd raus. Nicht zu leben nach dem, für was wir erschaffen worden sind. Und ich glaube, das muss sich ändern. Ich glaube, das muss sich in jedem Leben ändern. Das muss sich in unseren Gemeinden ändern. Und ich glaube, dass wenn wir dazu beitragen, dass Kunstwerke aufstehen und dass Kunstwerke ihre Position einnehmen und ihre Botschaft raustragen, dann werden wir unser Land und diese Welt verändern. Aber es liegt an uns, das umzusetzen. Marco hat gesagt, die Bibelstelle wird bestimmt nochmal kommen. Jo, hier kommt sie auch, Epheser 2, Vers 10. Aber es war nicht besonders schwer. Das Ding heißt Poema, was ich übrigens googeln musste, weil ich wusste gar nicht, was Poema bedeutet. Ehrlich, wer wusste das? Ich bin sehr erleichtert. Dankeschön. Ich habe schon gedacht, dass... Nun gut. Also, Poema heißt übrigens sein Gebilde. Und ist griechisch und kommt in der Bibel vor, nämlich in Epheser 2, Vers 10. Deswegen findet man diese Bibelstelle auch für heute Abend. Denn wir sind seine Geschöpfe, Poema, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind sein Gebilde. Und er hat uns zu guten Werken geschaffen, in denen wir wandeln sollen. Und ich will das sehen. Ich will das sehen in meinem Leben. Ich will das sehen, dass die Christen anfangen zu leben, wie sie reden. Und vor allen Dingen, was sie von anderen erwarten, dass sie sowas endlich mal auch in ihrem eigenen Leben umsetzen. Und ich würde mir wünschen, dass wir zusammen aufstehen. Die Band kann auch ruhig nach vorne kommen. Okay, aber wir müssen also leise aufstehen, genau. Leise aufstehen. Ich möchte gerne heute einfach mal ein paar Fragen an euch stellen und dass ihr auch noch Zeit habt, gleich auch in der Lobpreiszeit, das noch so weiter zu reflektieren. Aber vor allen Dingen will ich mir das nicht entgehen lassen, folgende Frage zu stellen. Ist jemand hier heute Abend, der noch keine persönliche Beziehung zu seinem Schöpfer hat. Und du hast dir das vielleicht angehört und du erkennst dich darin wieder, dass du dich schlecht fühlst, dass du denkst, du kannst nichts, du bist nichts. Und wozu bist du eigentlich erschaffen worden? Und was hat das Leben eigentlich für dich bereit? Und ich möchte gerne auch, dass wir unsere Augen alle zumachen. Und Gott möchte dich fragen heute Abend, ob du bereit bist, rüber zu wechseln in seine Galerie und sein Kunstwerk zu werden. Und deswegen frage ich, ist heute Abend jemand hier, der Jesus Christus als seinen persönlichen Erkaufer, erkauft durch sein Blut, annehmen möchte als seinen Retter in seinem Leben? Dann darfst du dich gerne melden, denn alle Augen sind zu und nur ich sehe das.
warte noch ganz kurz, weil vielleicht hast du noch ein bisschen Angst. Brauchst du nicht haben. Brauchst du nicht haben. Jesus wartet schon auf dich. Er hat schon lange auf dich gewartet. Und heute ist der Moment, wo du die Möglichkeit hast, endlich nach Hause zu kommen zu deinem Schöpfer. Ich habe einige Hände gesehen und ich würde mir wünschen, dass wir zusammen mit ihnen beten. Himmlischer Vater, ihr dürft das gerne nachbeten. Himmlischer Vater, danke, dass du unser Schöpfer bist. Und danke, dass du uns geschaffen hast in deinem Ebenbild als dein Poema. Danke, dass du uns zurück erkauft hast aus des Feindes Hand. Und danke, dass du unsere Schuld bezahlt hast mit deinem Blut. Und wir wollen dir sagen, dass wir ab heute ein neues Leben beginnen wollen. Als ein Kunstwerk Gottes. Und ab heute bin ich dein Kind. Amen.